Ja, ich kann verstehen, dass Flair jetzt auch mit den krassesten chillen will, ne? Weil da gehört er einfach mal hin. Irgendwie. Die ganze Zeit hat er mit weniger so krassen Leuten auch abgehangen. Kommt kompromissloses Schreiben bei Kids an, oder ist dann bloß die Seitenanzahl interessant? Ich schreibe nicht mit der linken Hand, ich schreibe mit dem Intellekt, doch ihr schreibt nur Scheiße ins Internet, yo. Deine Saugnapfwände sind groß, aber ich schüttel bloß verständnislos den Kopf, wenn du postst. Stop. Dein niveauloser Dreck ist nicht annähernd das Level von Quasimodo und Madlib, yo. Lass mich tanzen und ich zertrampel dein Mandala, relax dich. Es war ja sowieso hässlich, es ist Zeit für euch Toys zu begreifen. Uns interessieren nur eure Scheine, aber kein Stück eurer Pseudo-Meinung, denn ich bin der Hustler Babata und hier die Handpuppen im Deutschrap Kasper Theater. Wir sind zu krass und deshalb heißen wir so, komm in die Cypher auf ein Battle, wir schweigen dich tot. Yo, den Kreis 3-Strich, vertreib Zeit mit Schreibshit, scheiß auf PS3-Shit. Mit meinem Joystick hol ich Toys vom Himmel. Dieses Spiel heißt mein Pimmel. Markus B. Beat sind wie die Titten von Frauen. Es gibt was zu staunen, bei jedem Schritt wird gebounced. Aus der Nase bohrst du einen Kokain-Popelrausch. Steckst ihn ins Maul und schon ist es tau. Scherben bringen Glück, Erdbeermilch nicht oder was? Die Gerüchteküche macht Früchtesalat. Ich bin Haflafrei, wie ein Schmetterling. Bei Locus Literaten wird alles zum Happening. 800er Edding, ZN Tag an der Line. Gib mir dein scheiß Mic und wir schmelzen es ein. Ich reite zurück in mein Reich. Ohne Fleiß, kein Preis, no Drive, no Drive. Bäh, bäh.